Sind wir soweit? Wir sind soweit. Wir sind startklar. Startklar. Versprochen haben wir ja. Wir machen, also Bianca macht mit uns einen Rundpasse von oben. Weil ich habe es noch nicht gemacht. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele drauf warten. Und jetzt geht es los. Das ist hier Teil 1. Es werden ein paar mehr Teile sein. Heute ist ja Dienstag. Ja. Und Donnerstag, ich lade es dann gleich hoch. Donnerstag habe ich dann meine Maschenprobe und dann können wir... Genau. Also im Endeffekt fangen wir heute tatsächlich an. Ihr müsst, es geht nicht anders, eine Maschenprobe machen. Und deswegen haben wir uns gedacht, heute, ich weiß, es ist aber, ich zeige euch einmal gerade so, wir haben hier eine Rechnung und die ist tatsächlich anhand der Maschenprobe. Ihr kommt da nicht drum rum. Also muss ich jetzt auch eine Maschenprobe machen? Du musst eine machen und wir haben jetzt gesagt, wir machen das heute, weil es am besten ist, wenn wir diese Maschenprobe entweder waschen. Okay. So wie ihr nachher diesen Pullover behandeln wollt. Manche sagen eher, ich möchte ihn waschen. Manche baden ihn nur. Richtig so. Oder ich bin halt wirklich ein Fan von, dass ich es ansprühe, ein bisschen feucht mache und dämpfe. Und deswegen haben wir uns jetzt gedacht, dass wir euch das zeigen, weil ich das schon einmal gemacht habe und Nicola noch nicht. Bei mir ist es so, ich bin mir noch nicht schlüssig. Ich wollte es erst aus der Lapintiaika machen, aber leider ist die Lapintiaika erstmal aus dem Programm rausgenommen worden. Mhm. Ich überlege, ob ich entweder die Seven Brothers Numi nehme. Das ist hier so ein Tweetgarn. Haben wir ja schon was da, wie es dann aussieht. Genau. Ne? Ich überlege, ob ich es auf jeden Fall hier mitmache. Bei mir wird es ein Kurzarm. Ich möchte kurze Arme, auch wenn es Wolle ist. Also ich möchte trotzdem einen Kurzarm oder Halbarm. Entweder ich mache es aus der Seven Brothers Numi. Die hat eine nette Lauflänge. Das ist 76% Wolle. 20% Polyamid und 4% Viskose. Die Viskose sind diese kleine reingeschossene Pickel. 40 Grad waschbar. 3,5 oder 4, je nachdem, wie meine Maschenprobe dann kommt. Und es hat 200 laufende Meter. Ich denke, für einen Kurzarm in meine Größe werde ich 1500, 1600. Na, glaube ich nicht ganz so viel. Ne? Du hast ja keine Arme. Vielleicht 1200. Das müssen, das rechnen wir dann aus. Oder ich fände es auch von Fjord, also von King Cole. Die Fjord finde ich schön, weil das macht gleich ein Muster von sich. Das ist ein 100% Anti-Pilling Premium Acryl. Ich weiß, dass nicht jeder von Acryl ist, aber ein Premium Acryl schwitzt nicht und es fühlt sich richtig weich an. Mhm. Und das macht natürlich auch diesen Muster. Ich weiß nur nicht, ob es mir zu viel wird. Oder ihr wisst ja. Oder ich nehme die Bobble Me mit einem Mohair dazu. Bianca sagt, ach, ist Sommer. Ja, ja. Aber auch im Sommer, im Abends kann man ruhig was rüberziehen. Also ich weiß es noch nicht. Entschuldigung. Hör doch auf, immer noch nicht so ganz. Auf jeden Fall aus diese drei Knäule, also das ist mein Favorit, aber das finde ich auch richtig schön. Die Farben sind meine, aber ich habe einfach Angst, dass es, wenn eine Rundpasse ist, dass es zu viel wird. Ne? Aber ich mache eine Maschenprobe davon und dann so, sehen ganz wir. Genau. Und das ist jetzt ja im Moment, es ist jetzt so, ihr sucht euch jetzt Wolle raus, das, was ihr, wo ihr vielleicht am meisten von habt, ne? oder wo ihr jetzt sagt, davon möchte ich machen. Und ihr könnt ja jetzt auch nochmal bestellen. Genau. Ne? Also mein Favorit ist tatsächlich die Seven Brothers Numi. Das ist Aran ist es nicht. Es ist zwischen Double Knit und Aran. Ganz, zwischen 6 und 8 ganz, ganz ist es. Genau. Also das ist, glaube ich, ich entscheide mich jetzt, ich nehme das. Ich nehme die Croft. Da habe ich tatsächlich noch zu Hause und ich liebe die Croft. Ich bin ein riesen Fan von der Croft,
Das ist ein Aran. Die gibt es auch als Decay. Ich werde da aber die Aran von nehmen. Ich mag die einfach und ich habe die noch zu Hause. Und damit habe ich auch meine Maschenprobe gemacht. Es reicht auch tatsächlich so ein kleines Stück. Viele sagen ja immer, ach, die Maschenprobe und ach, man muss ja. Ihr müsst nicht so einen Riesenlappen machen. Auf keinen Fall. Es reicht so ein kleines Stück. Eine Frage habe ich. Ja? Ich habe hier jetzt, meine Maschenprobe steht hier von dieser Nomi. 18 Maschen und 26 Reihen hoch. Muss ich nicht. Ich muss nur so weit machen, dass es in diese Maschen zählt. Ganz, ganz genau. So, und ich arbeite sehr gerne hiermit. Und wenn wir hier diese, ich lege das mal gerade hinter, diese Maschenprobe können wir hier wunderbar auszählen. Also ich habe jetzt hier, glaube ich, 14 Reihen gearbeitet. Ich habe mir das gar nicht aufgeschrieben. Ich habe einfach nur so ein Stück, dass das hier reinpasst. Ups, verkehrt rum ist ja, ach, das ist ja völlig egal. Aber wir müssen aus 10 cm auszählen. Und das heißt? Das heißt, wenn hier, wir haben ja hier so ein Fenster. Und das sind die 10 cm, ja? 10 cm. Okay. Und da können wir dann genau auszählen, wie viele Maschen hier reinpassen. Also wie viele Maschen sind 10 cm? Ganz genau. Und das ist eigentlich recht gut. Ich habe sonst mit einem Zentimetermaß und dann wird und bei einer Masche oder zwei Maschen ist das entscheidend. Das macht tatsächlich schon was aus. So, und ich habe 25 Maschen aufgenommen. Die braucht man nicht, aber es ist doch schöner, wenn man so ein bisschen einen Puffer hat. Ihr seht das hier, dass das so ein bisschen rüber guckt. Und dann, ich weiß es nicht genau, wie viel Reihen. Ich glaube, ich habe 14, 15 Reihen, aber die braucht ihr im Endeffekt nicht wirklich. Nicht, nur, aber man muss nur halt diese Menge. Ganz, ja, ganz genau, ist es schön, wenn man so einen Puffer hat. Also macht ruhig diese, dass ihr ein bisschen drüber kommt, über eure 10 cm. Also und das ist, die haben wir auch im Shop. Das ist von Nitpro. Genau. Die verlinke die ich euch. Richtig super. So, wenn ihr euer Lappen gehäkelt habt, das gestrickt. Wir sind beim Stricken. Ich war die ganze Zeit am Häkeln. Ist das auch die? Nein, das machen wir jetzt nicht. Also, wenn ihr das gestrickt habt, dann macht ihr das so, wie ihr nachher euer fertigen Pullover, entweder ihr wollt den baden, ihr wollt es nur anfeuchten und dämpfen. Das macht ihr mit diesem Strickstück. Ah, damit man sieht, weil es auseinandergehen könnte, damit man sieht, wenn ihr es waschen wollt, könnt ihr es waschen. Ganz genau. Aber ganz ich genau. Sprühe auch nur an. Also habe ich auch gemacht. Am besten stricken, ansprühen, festlegen und dann messen mit euer pinken Elefant. Ganz genau. Aber das würde ich sagen, das machen wir auch später. Es geht halt nur darum, dass ihr jetzt schon mal anfangen könnt und ich erzähle euch, was wir jetzt überhaupt brauchen. Ja, genau. An Nadeln, an Maschenmarkierer. Nur es ist halt jetzt, ich bin ja jetzt schon, habe ja schon angefangen, weiter. Genau, und Nicola muss auch noch. Ich muss noch, also das, ich nehme dieses, verlinke ich euch auch. Und dann kann man tatsächlich, wenn man die Maschenprobe im Grunde genommen hat, weiß man Pi mal Daumen, wie viel man braucht. Genau. Ich denke, ich denke, das erzählen wir euch dann am Donnerstag. Jetzt ist es tatsächlich nur dafür da, dass ihr wisst, welche Maschenzahl wir aufnehmen müssen. Mhm, okay. Ne, darum geht es jetzt. Also, ich kann anhand der Maschenprobe die Anzahl der Maschen, die wir aufnehmen, ich kann euch sagen, wie viel wir in der Rundpasse aufnehmen, wie viele Maschen, in welcher Reihe wir dann wieder aufnehmen, okay, wie viele Maschen wir dann aufnehmen. Es geht jetzt im Moment ja nur um diese Rundpasse. Ja. Ne? So, also ihr schlagt, also ich habe jetzt in meinem Fall, ich habe eine Fünfernadel, ich habe einen Aran genommen und 25 Maschen aufgenommen und habe, ich glaube, 15 Reihen hochgestrickt. Und wenn ihr, es ist egal, welches Garn ihr nehmt, ich würde hier zum Beispiel, würde ich tatsächlich auch 25 Maschen aufnehmen und ich sag mal 13 Reihen hochstricken, das müsste reichen, um dann zu erkennen, wie viele wir
was da rein passt. Was da reinpasst. Genau. Und dieses würde ich auch dämpfen, obwohl es ist ein 40 Grad beim Maschinenwaschbar, bei diesen Maschinenwollenwaschgang. Und dann, ich werde es aber auch ansprühen, also dass es dann fest ist. Das zeigen wir euch am Donnerstag. Ganz genau. Was brauchen Sie? So, also für die Rundpasse ist es immer so, ihr müsst, oder man sagt beinahe, dass es eine schöne Rundung gibt, entweder 12-mal zunehmen, 14-mal zunehmen oder 16-mal. Das kommt aber auch erst bei der Rechnung raus. Und dementsprechend braucht ihr diese Maschenmarkierer. Ah, okay. Also brauchen wir entweder zwischen 12 und 16 Maschenmarkierer. Also eine Liste werden wir euch unten reinschreiben, was es geben muss. Also das wäre von Vorteil. Total, weil man, wenn man das mit diesem Maßband macht, man rutscht wirklich hin und her. Und das ist wirklich toll. Das ist ja auch ein Nadelmaß und da ist auch so ein kleines Messer vorne drin. Und das ist scharf. Das ist, also es ist wirklich ganz, ganz toll. Ich nutze das auch wirklich gerne, ne, muss ich sagen. Also das brauchen wir, die Stricknadeln brauchen wir. Dementsprechend, was ihr für Wolle nehmt, ganz genau. Und wie lang sollte der Seil sein? So, also es ist schon, ich habe ein ganz kleines Seil auch, nur ich stricke am Anfang immer mit Nadelspiel. Ich bin ein Riesenfan vom Nadelspiel. Wenn ihr das nicht möchtet, es gibt ja auch so kleine Seile. Ganz kleine Seile. Das ist 40 cm. Das ist, ja. Ne, also es gibt es ganz klein. Wie gesagt, ich stricke immer mit einem Nadelspiel am Anfang. Ich mag das einfach gerne. Ihr könnt aber auch, wenn ihr das nicht habt und das nicht habt, könnt ihr auch mit diesem Magic Loop arbeiten. Also wie ich die Socken gestrickt habe, hin und her. Ganz genau. Mhm. Da ist es aber von Vorteil, wenn ihr ein ganz langes Seil habt. Ne, so, also es sollte schon mindestens 80 cm haben. Weil wenn ihr so ein kurzes Seil habt mit dieser Magic Loop Methode, dann wird das Seil ja immer so gebogen. So, und wenn ihr dann hier schon, ich sag mal, 90 Maschen drauf habt, rutschen euch die hier runter. Nee, das ist so doof. Ihr müsst mindestens dann 80 cm haben. Der eine oder andere sagt, ich brauche sowieso so ein großes Seil für meine Rundpasse nachher. Ich mache das gleich auf dieser Magic Loop Methode. Ne? Zeigst du uns also beide? Das kann ich euch zeigen. Oder du zeigst das. Weiß nicht, weil ich ja gerne mit einer Ja. Aber ich habe schon vergessen. Aber das kriege ich. Das kriegen wir gemeinsam. Wir machen das gemeinsam, ganz genau. Also, ich stricke mit einem Nadelspiel, habe die gleiche Größe wie auch die Nadeln. Wer mag, kann dann das Bündchen aber auch in einer Nummer kleiner stricken. Ah. Kann man auch. Ich mache es nicht. Brauche ich nicht, weiß ich nicht. Ich mache das nicht, aber andere machen das ganz gerne. Wie gesagt, dann brauchen wir Maschenmarkierer, Stricknadeln, Nadelspiel und die Maschenprobe. Ganz wichtig. Okay. So, wenn wir jetzt so tun, als ob wir das alles jetzt haben, wie rechne ich aus, was für meinen kleinen fetten Körper ist? Wollen wir das jetzt schon? Kommt so grob vielleicht, oder sollen wir das lieber Donnerstag? Wisst ihr was, das machen wir Donnerstag. Ja. Also als Aufgabe haben wir erst, also Bianca hat uns eine Aufgabe gegeben, unsere Maschenprobe zu machen. Ich nehme die Numi und zeige euch Donnerstag, wie das aussieht. Diesen Video bleibt ja. Also auch wenn ihr Wolle bestellen müsstet, das ist egal. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr es von uns bestellt. Es ist egal, ihr könnt immer später und später und später anfangen, weil die Videos bleiben. Ich mache es mit der Numi. Ich gehe davon aus, dass ich, das habe ich gesagt, hier sind 200 Meter drauf. Ich gehe davon aus, mit Kurzarm brauche ich 8 Knollen. Ja, 8 bis 10. 8 bis 10 bei kurzen Armen. Aber das sehen wir dann. Also, wir stellen unten für euch, was ihr auf jeden Fall braucht. Bianca, ich hab's auch. Ich hab's mitgenommen. Ich habe so viele. Wir sind im Laden. Wir haben es gerade gut gemacht. Genau. Wir machen das ganz schnell noch zu Ende. Das ist so von Vorteil, weil erstmal sind da schon die ganzen Maschenmarkierer drin. Und die Seile sind wirklich toll. Also das sind diese drehenden. Ne? Ich bin da so drin verliebt. Ich halte das hier fest. Die drehen sich. Und natürlich die Nadeln. Nicht nur die Seile, die Nadeln, die sind... Du scheiß auf die Nadel. Ah, guck mal, wie hübsch das ist.
Das ist so. Also, obwohl die Nadeln sind schon toll. Die sind toll. Das sind auch Cubics, sind auch eckige. Holz aber, ne? Aber aus Holz. So, damit werde ich stricken. Wir verlinken euch alles, was ihr brauchen werdet. Ob es hier der, ihr könnt andere nehmen, wir haben die von Knitpro. Je nachdem, was für Nadelset ihr habt. Und je nachdem, ob ihr mit Nadelspiel oder mit den Rund, mit den Magic Loop genommen. Wir zeigen euch auf jeden Fall beide Möglichkeiten. Ich hoffe, ne, also wir haben es gern. Erstmal mögen wir einen Daumen hoch gerne. Und eure Maschenproben könnt ihr gerne bei Woolhouse Stricken, Häkeln und mehr bei Facebook tatsächlich zeigen. Oh, ja. Wir freuen uns, welches Garn ihr genommen habt. Oder schreibt uns, wenn ihr es jetzt erst bestellen wollt, schreibt uns, mit welchen Garn ihr das macht. Und wir antworten natürlich gerne darüber. Also jetzt ist erstmal Wie soll ich das alles schaffen? Ich habe so... Ich habe so viel in den Garten. Nein, mach nichts. Ich habe es mir fest vorgenommen. Wir machen das jetzt einmal fertig. Für euch und mit euch. Ja. Bis bald.